Warum krieg ich lieber in die Fresse? Ich meine, bei dir war es knapp, aber. Habe ich irgendwas Verfluchtes an mir dran? Nö. Ah, die Jewelcraft-Sachen. Nee, da hätte ich schon öfter einen Pilz in die Fresse bekommen. Ich verstehe es nicht. Oh, ich habe keine Kohle mehr. Ich würde mal sagen, läuft bei Discord gerade wieder. Sulfo kann hier rein, das kann hier rein. Dann habe ich den tiefen Schiefer Eisenerz abgebaut. Ach, keine Ahnung. Ach so, das hatte ich nicht mehr. So, ich dachte, ich hätte keine Kohle mehr da drin. Oder hast du gerade Kohle reingeschmissen? Mit Discord gerade echt hart nervig. Ist sonst irgendwo noch eine Möglichkeit, wo ein Pilz spawnen kann. Nur da, ne? Und den kriegst du noch niemals was raus von. Oh, ich mach den Stein jetzt kaputt. Okay. Wenn du stehen bleibst, bist du tot. Unter dir ist ein Pilz. Jetzt nicht mehr, jetzt hast du einen Backpack. Ach, ich habe die Sachen ja auch im Backpack jetzt. Es ist echt gewöhnungsbedürftig mit dem Backpack-Upgrade. Erde. Zinnobererz kann ich hier reinschmeißen. Uranium habe ich noch. Ich wollte schon sagen, ich habe doch so viel aufgesammelt noch gehabt. War richtig gutes Deutsch. Oh, meine ganzen Erzbüsche sind weg. Oh. Das ist... Kai, wenn du so einen Schmelzofen nimmst für Erze, geht das schneller. Gerade wieder mit Discord los. Doch zum Kotzen mit Discord. Ich komme gar nicht mehr in den Chat rein. Bescheuert. Einfach nur ein bescheuertes Programm. Manchmal. Also eigentlich immer. Okay, wenn ich das hier rausnehme, dann wird das nicht direkt hier reingeschmissen. Das ist gut zu wissen. Achso, du willst wahrscheinlich ein Schmiededingsbums. Ja, das ist... Okay, ich muss das aussetzen. Kai und ich verstehen das auch so. Wir brauchen keinen Discord. Oh, hier, der Appetit kann man noch mitnehmen, ne? Das regt ja den... Kann ich den Appetit auch an, ne? Das ist ja... Das kennt ja jeder. Ja, ich hasse mich etwas für diese Wortspiele, aber ich kann da nichts für. Ich bin so geboren. Ruckel. Ich möchte mich übrigens nochmal für das ganze Geruckel hier entschuldigen. Ich weiß selbst nicht, woran das liegt. Ich finde es hart nervig. Ob es einfach nur daran liegt, dass es jetzt auf dem Server läuft oder als Server läuft, ich weiß es echt nicht, Freunde. Ich persönlich finde es auch hart nervig. Ich hab doch das Upgrade ausgemacht. Ah, da ist es. Okay. Weiß nicht, Lifestyle. Ich glaube, wenn ich das reinschmeiße, dann verliert das wieder die Enchantments. Bisschen doof. Okay, 12 davon. Oh mein Ding. Eine Route. Du bist auch keine Route. ETC verbindet. Er verbindet, er ist verletzt. Ganz vergessen.
Hat mein Discord neu. Vielleicht klappt es dann besser. Ich würde lachen, wenn jetzt die Ruckler wechseln, weil ich weiß, dass Discord gerne mal ein bisschen der Grund für Ruckler ist. Wenn es jetzt besser ist, dann lache ich mir den Ast. Dann muss ich hier noch eine Mod zusätzlich reinschmeißen, die das Ganze auch verhindert. Dann spielen wir morgen mit Voice Chat in-game. Ist aber auch nicht so schlimm. Aber bis jetzt so kein Ruckler. Alles cremissimo. Ah, lach wirklich an Discord. Ah, ja, wie ich es befürchtet habe, Freunde, es liegt einfach an Discord, dieser komischen Ruckler. Ja, es tut mir wirklich leid. Ich meine, wir haben ja jetzt nicht viel verpasst, ne? Wir haben ja jetzt hier nur ein bisschen Höhlentour gemacht. Dementsprechend war es jetzt nicht so schlimm. Ne, die bisschen, hier ein bisschen Höhlentürchen. Uranium, ach komm. Ich nehme so viel EMC-Value mit, wie ich kann. Butcher Cleaver, was ist das denn Schönes? 33 XP, komm, gönn ich mir. Oh. Okay, das ist interessant. Brauche ich aber nicht. Ich meine, hier so bei Backups, das haben wir ja schon öfters in der Aufnahme gesehen, dass es da ein bisschen ruckelt. Aber ist jetzt, ich finde es jetzt gerade nicht so schlimm als vorher, wo Discord offen war. Bin ich jetzt gerade mal ganz ehrlich mit euch. Und wenn es wirklich wieder an Discord liegt, dann spielen wir morgen mit Voice Chat in-game. Weil da habe ich dann ehrlich gesagt wenig Muße drauf, wenn das ewig dann so am Rumruckeln ist. Macht ja für euch als Zuschauer keinen Spaß und auch für mich als derjenige, der damit spielen muss, ist es auch nicht gerade geil. Ich habe einen RTL-Zuschauer neben mir. Hallo. Nerv mich doch nicht so. Hätte doch einfach wegbleiben können. Muss, glaube ich, uns alle einig. Hätte doch einfach wegbleiben können. So, wie sieht's hier aus? Ich kann nochmal 17 Uranium reinballern. Zack, 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 zack. Ja, ich kriege richtig, richtig viel EMC wieder raus. Das finde ich gut. Und in den nächsten Aufnahmen sehen wir auch mal zu, dass wir dann hier wirklich... Achso, er verwendet meins ja auch mit. Dass wir hier wirklich mal anfangen, uns irgendwo eine Base zu bauen. Ach, weil das Kohle ist und ich hier Holzkohle drin habe. Okay. Aber ich finde unser Upgrade-Tool schon nicht schlecht. Also wenn jetzt Swaps Item Plan haben for the one effective on the block. Oh, das ist ja cool. Was brauche ich dafür? Jukebox. Makes it possible. Ach so, ah ja, stimmt. Das Compacting. Void, Void, Item Selected im Filter. Okay, das ist spannend. Ja, ein Filter-Upgrade brauchen wir nicht. Restock brauchen wir auch nicht. Oh, Fluid Storage wäre auch cool. Bin ich ehrlich. Energy Storage. Pump through between tanks upgrade in a... Okay. Das hier klingt spannend. Was brauchen wir dafür? Ein Diamantblock. Fürs Base. Ah, fürs Upgrade. Für die Upgrade Base brauchen wir immer das gleiche, ne? Aber da, die müssten wir ja eigentlich haben, oder nicht? Ah, das habe ich mir nicht beigebracht. Ich Hirsch. Ah, ich bin manchmal ein bisschen doof. Also, manchmal bin ich ein bisschen doof. Oh, noch ein bisschen Uranium. Okay, was brauche ich für... Das?
Experience, achso. Vor Faden. Eisen. Eisen. Eisen und Leder. Heck. So, dann mache ich das. Dann lerne ich das diesmal auch. Da ist es doch. Perfekt. Und ich wollte jetzt das hier machen, ne? Ein Eisenblock. Brauche ich Eisenbarren für? Ja, ist doch cremig. Können wir doch eben machen. Dasselbe können wir theoretisch auch. Smaragden. Mal das einfach jetzt mit allen. Oh, wir werden so wenig EMC gleich noch haben. Ich weiß es einfach, Freunde. Ich weiß es doch einfach. Achso, das sollte ich mir vielleicht rausziehen. Gold auch noch, weil alles andere brauchen wir eigentlich nicht. Blub, 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 blub. So, das haben wir ja 2 Millionen, das ist gut. Upgrade 1 brauche ich 8 Stück von. Also ein Eisenblock auch drin? Eine Seelaterne habe ich schon drin. Okay, cool. Oh, das wird aber kostspielig. Not gonna lie, das wird nicht billig. Oh, Tier. Wir werden nur Tier 2 schaffen. Da werden wir echt nur Tier 2 schaffen. Ah, schade. So, dann nehmen wir das hier rein. Nehmen wir das direkt wieder raus. Mal kurz gucken, ob Kai mir was geschrieben hat. Ja, sehe ich es nämlich gerade nicht. Das muss ich eben noch lernen. So, jetzt habe ich ein Stack-Upgrade drin. Wir können ja finden. Ach, warte. Ja, oh, schon raus. Schade. So. Hauen wir das hier alles nochmal rein. Das können wir auch noch reinhauen. Ah, die Fäden habe ich hier noch mit. Ja, die sollte ich vielleicht auch mal wieder reinhauen. 2,1 Millionen EMC haben wir. Das ist gut. So muss noch ein bisschen XP. Aber XP, ehrlich gesagt, brauchen wir das nicht. So einen Driss brauchen wir nicht. Wir können gleich mal gucken, wo es da hochgeht. Ich bin ehrlich, müde bin ich nur nicht, ne? Da bin ich jetzt mal ehrlich. Ich meine, wir haben 2 Uhr mittlerweile. Also kurz vor 2, wir haben 1.48 Uhr. Noch nicht ganz 2 Uhr, aber noch wirklich müde bin ich nicht. Und ich will ja auch immer noch voll, ja eigentlich jetzt hier Dingsbums machen. Dass wir uns irgendwo mal niederlassen können. Ah, dann lass ich stehen. Komm, wir gehen mal gucken. Vielleicht hier wieder zum Dorf kommen. Und auf dem Weg dahin können wir noch so ein paar Sachen hier ausbauen. Abbauen. Ja, Kai ist schlau, der hat sich Fackeln gesetzt. Ich nicht. Ich brauche keine Fackeln, weil ich habe ja Nachtsicht. Hör mit. Ich glaube, hier werden wir aber nicht mehr viel großartig finden. Außer Mobs. Ah, ich esse mal kurz was. Ah, ich bin so froh, dass wir 32 Level Leben mittlerweile haben, ne? Können eigentlich alles platt machen. Theoretisch. Oh. Ich will die Jungs hier vorne mich noch ein bisschen ärgern. Einmal die Spinne mit noch ärgern. Und
den wollte ich ärgern, damit ich nämlich auch endlich mal wieder Schwarzpulver hier kriege. Wo führt das denn hin? Ich meine, wir kriegen ja keinen Fallschaden mehr. Das ist ja. Wer bist du denn? Uah, Ruckel. Bouldering? Okay, Bouldering-Zombie kannte ich jetzt so noch nicht. Bin ich ehrlich, sagte mir jetzt nicht. Wo führt das Ding denn hin? Nirgendwo, ne? Ich würde einfach. Hallo, wieder raus. Hör mir rauf! Okay, wir gehen mal wieder zurück zu unserem Wraithstone. Wo ich schon wieder nicht mehr weiß, wo der war. Miner's Pick. Oh, das ist gut. Das ist das Trinket, auf das ich gewartet habe. Improve your mining speed. Perfekt. Oh, wir können ja fast Insta-Minen jetzt. Das ist. Ja, okay, das ist wirklich Insta-Minen. Also. Fehlt noch ein bisschen was, aber nicht mehr viel. Das mit unserem Upgrade. Mit unserem geupgradeten Backpack. Was ist das denn? Das ist Marble. Hinten ist Dry Ice. Aber da sind nicht. Ist nicht mehr viel von da. Ja, meint. Müsste noch genug sein für uns. Ja, ärgerlich, dass wir das vorhin verloren haben mit dem Backpack. Da habe ich überhaupt nicht mehr dran gedacht, dass das ja nicht geht. Und das hat der liebe Chosen ja auch nur 54.000 Mal wahrscheinlich in seinem Let's Play erwähnt. Ah, Diorit brauche ich nicht. Und ich habe gefühlt das Let's Play schon 54.000 Mal geguckt. Ich kenne das fast auswendig mittlerweile, aber hey. Ah, guck mal, hier geht's raus. Perfekt. Ah, Overworld. Tschüss, Overworld. Wir haben vergessen, dass das passiert. Bin ja kein Spieler gerade. Ja, wieder in unserem Charakter. Ah, herrlich. Unser Tischchen dabei. Unser Tischchen ist dabei. Okay, hier gab es nichts Spannendes. Wir wollten Richtung Süden, ne? Dann gehen wir mal weiter Richtung Süden, ganz ehrlich. Boing, 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 boing. Den da oben haben wir ja gehabt. Hatten wir den? Doch, den Waypoint hatten wir. Ja, ja, ja. Den hatten wir. Enderman. Ausruckelt trotzdem ein bisschen, ne? Ich glaube, das liegt daran, dass der Server sich ein bisschen RAM wegkrabbelt. Oder der Enderman ist unten in der Höhle. Okay, langweilig. Ich glaube, daran liegt das. Also, wie gesagt, ich werde den Server noch ein bisschen versuchen, performanter einzustellen. Dass es nicht mehr so oft passiert, weil, wie gesagt, es nervt mich. Er betrifft ja nicht nur euch, er betrifft ja auch mich. Oh, blöde Kudo. Ja. Ah, der hat mich gestorben. Schön Spiel. Reib's mir noch in die Nase. Beatles, die jucken mich aber nicht. Die Axolotl sind unter uns. Ich muss wieder ein Cinnamon Baser. Ah, brauner Pilz. Ah, ich kann Pilze nicht mehr sehen. Nach gerade. Ich weiß auch nicht warum. Ist ganz komisch. Nachdem ich 5000 Mal einen Pilz in die Fresse bekommen habe. Habe ich übrigens auch nicht verstanden, ne? Warum der Pilz immer direkt bei mir gespawnt ist. Werde ich auch weiterhin nicht verstehen. Habe ich nicht noch? Ist ein bisschen geschützt. Am Köpfchen. Aber Reisen sind ja mit Step richtig entspannt jetzt. Ja, ich kriege eh keinen Fallschaden mehr. Oh, das ist ja schön. Wir müssen nur noch das kriegen, was Kai auch hat. Das hier dieses Feuerresistent sein. Müssen wir auch vor nichts mehr Angst haben. Wir kriegen keinen Fallschaden da mehr. Wir sind feuerresistent. Wir mal kurz gucken auf der Map, wo wir gerade unterwegs sind. Oh, hier ist das Kirschblüten. Jo, da will ich gerne hin.
Weil ich glaube, ich habe es ja erst 20 Millionen Mal gesagt im Let's Play, ich liebe Kirschblüten. Gott sei Dank auch noch nie einer mitbekommen, dass ich Kirschblüten mag. Ich würde ungern jetzt hier im Wald schlafen. Das Holz einfach so schön von den Kirschblüten, ne? Schwarz, rot innen drin. Oh, richtig schön. Was ich cool finde, ich muss das automatisch aufnehmen. Jo, blub, blub. Voll cool. So, noch nicht 18 Uhr. Es ist noch nicht 18.31 Uhr. Jetzt kommen wir uns hinlegen. Leute, die wissen wollen, wann man in Minecraft schlafen kann, auch in Vanilla Minecraft, 18.31 Uhr. Man steht ja auch meistens so um 6 Uhr auf. Egal ob moddet oder nicht moddet, meistens was gleich. Warum fällt der nicht? Ah. Server hat aber nur ein bisschen gebraucht zum regieren. Der Server regiert ein bisschen langsam manchmal. Nein, reagiert. Ah, oh, Kirsch. Also RL, ne? Ich würde mir ein Haus aus Kirschblüten bauen. Ich finde das so schön. Upp. Ah, gibt's wieder eine Höhle rein. Ach komm, Höhlen haben wir jetzt genug gesehen. Bin ich ehrlich. Also so Höhlentouren sind immer cool. Ja, versteht mich nicht falsch, aber auf Dauer sind sie ja echt nervig. Ja, wir haben super Sachen bekommen. Ja, wir haben genug EMC wieder gefarmt. Wir sind jetzt bei 2 Millionen. Ich gehe jetzt auch einfach wieder in diese Richtung. Einfach weil wir Richtung K wollen auf der Map. Da, wo wir unser Home bald aufschlagen wollten. Kommen wir nächstes so hoch. Ich will mir sagen, dass ich zu fett bin dafür. Was, dann fäll ich einen Baum aus Trotz. So, hast du davon ein Spiel. Du hast mich zu dem gemacht. Du bist Schuldspiel. Ich weiß nicht, für Leute, die vielleicht damals King's Quest mit verfolgt haben, auf Twitch lief das ja nur. Ich möchte gerne wieder so ein kleines, putzeliges Häuschen haben. Aber so klein, fein. Ja, Fallschaden gibt es ja nicht mehr für uns. Oh, ist das schön. Wir schweben zu Boden. Oh, das ist wieder eine goldene Prärie. Ja, nice. Hier eine goldene Prärie. Ich liebe die goldene Prärie. Ach, ist eine normale Prärie sogar nur. Ist egal. Ich mag die Prärie. Was ist denn hier bitte passiert? Was ist das? Das erblicken meine Augen da. Das sieht ja cool aus. Das sieht ein bisschen aus wie die Farlands. Ja, was ich gesagt habe, ich schlag hier mal ein Lager auf. Das sieht ja cool aus. Ah, ein Biom, das sagt mir nicht. Oh, soll ich aufpassen, wo ich hinrenne. Das. Ah, ist das hier dieser Steinwald oder wie er heißt? Ist ja nicht nur Biomes of Plenty, ist ja auch all the Biomes you go. Das ist dieser Steinwald da raus, ne? Das ist safe, dieser Steinwald. Oh, komm langsam in Richtung H. Das ist gut. Bald sind wir da, Freunde. Das machen wir diese Aufnahmesession noch, ganz ehrlich. Das können wir jetzt auch eben hier noch durchziehen. Jo, das ist dieser Steinwald. Den finde ich auch cool. Aber da können wir uns hier so eine Basis in dem Stein reinbauen. Das fände ich auch irgendwie lässig. Oder das wäre... Oh, das wäre doch auch nice. Hier so überall so eine Basis rein. Leben war im Himmel. Also nicht im Himmel, aber in der Luft. Gehe ich da rein? Nein. Ich sammle gerade wieder irgendwas auf, was hier am Boden liegt. Ja, Samen... Ja, ja,
Oh, das sieht schon... Sorry, aber das sieht schon leicht fett aus. Weiter erkunden. Ich mag das Biom. Ist mal was anderes, ne? Als nur Berge oder Ebene, also Plains. Einfach mal hier so fette Felsspitzen. Oh, hier vorne ist wieder ein Sumpf. Ich gehe wieder direkt auf den Sumpf. Ne, tue ich nicht. Plains-Biom. Also kein Plains-Plains-Biom, sondern hier so ein Hügellandschaftsbiom. Erklärt aber, warum wir näher ans Haar kommen. Ich hatte mir was ausgeguckt gehabt im Singleplayer noch. Wo ich gerne hin wollte. Ich weiß aber nicht, ob ich das jetzt hier im ohne aufgedeckte Map. Eher Gras an Hochebene, das meinte ich da. Oh, wir kriegen keinen Schaden mehr. Caves! Ja, nee, muss ich. Bin ich ehrlich mit euch. Caves habe ich heute genug gesehen. Was existiert hier? Warum existiert es? Ah, da sind die Fische. Okay, da ist irgendwas Schlimmes. Mangrovenjungel. Ja, komm, wir gehen hier durchs Kirschblüten. Bällchen, gehen wir da hin. Na, ihr Kühe. Steinwald sieht aber schön aus. Ist auch schön, dass wir heute auch ein paar Sachen craften konnten. Die Upgrades für den Rucksack. Ne, dass wir nicht nur immer hier so rumreisend. Ich meine, das Erkunden macht echt Spaß. Versteht mich nicht falsch. Ich bin ein großer Fan davon in Videospielen. Einfach nur dumm rumzurennen und irgendwas zu erkunden. Ne, da bin ich ganz vorne mit dabei. Oh mal, ich kann das doch jetzt auch aufsammeln. Ja, perfekt. Ah, ohne Konsequenzen irgendwo runterspringen zu können. Oh, das ist ja herrlich. Vor allem, dass wir jetzt auch so viel Platz im Backpack haben, ne? Das ist noch schöner. Ne, ich finde das echt lässig. Aber so auf Dauer ist es halt auch nicht meins. Bin ich auch ganz ehrlich zu euch. Was ist das hier für ein Biom? Das sieht irgendwie dreckig aus. Das sieht nicht nett aus. Da. Bist du? Du bist nett. Du greifst mich an. Was bist du? Karbunkel. Aha. Oh. Bestimmt nett. Ich weiß es nicht. Zelkova-Baum. Nehmen wir mal mit. Aber wir nehmen ja alles mit, was irgendwie ENC-Wert hat, ne? Ja, und ich werde auch vor der nächsten Aufnahmesession, also vor morgen, am Morgen Vormittag sehr wahrscheinlich, werde ich mich auch darum kümmern, dass hier die ganzen anderen Sachen auch mal einen EMC-Wert kriegen. Na, komm, despawn. Danke. Okay. Einfach weil es dann auch fürs Looten und sehr viel, viel entspannter halt ist. Ne? Oh, war das Haas. Fast auf unserer Höhe. Ja, wenn ihr Creeper ist, ist es nicht so schlimm. Dämmerungstal, interessant. Der Gegend auf jeden Fall. Warte mal. Nehme ich die mit? Was für ein EMC-Wert? Azalee? Ja. Ich nicht. Ich hitte, ne? Ach, treff dich. Ja, verspotte mich ruhig, dass ich ihn nicht treffe. Also, wie gütig ich bin, dass ich am Leben lasse. Nicht, weil ich zu blöd bin, dich zu treffen. Nein, ich bin gütig. Man muss das nur verkaufen können, Freunde. So, hier vorne ist das Haar. Ah ja, stimmt. Ich kann mich an der Map auf der Map daran erinnern. Da habe ich mich noch gefragt, was das für ein Biom ist. Das habe ich doch, glaube ich, in irgendeiner Folge sogar gesagt. Dass das cool aussieht, aber dass das Biom, dass ich das nicht kenne. Dass ich deswegen nicht weiß, ob das gutartig ist oder bösartig. Eben, das habe ich doch sogar noch gesagt. Jetzt leuchtet es mich ein. Gehe ich als Kolibri hoch? Wo haben wir denn hier? Fledermaus? Ach komm, als Fliege hochgehen.
Perfekt. Ah, ich habe wieder die Taste vergessen, um... den um die Favoriten-Dings muss zu wählen. So doof manchmal. Hier rein. Können wir also als EMC-Value wieder nutzen. Das H ist da hinten. Aber das Geode? Ah ne, das ist ein Ars Nouveau-Baum, ne? Ja, das ist ein Ars Nouveau-Baum. Hier wollte ich meine Heimat aufschlagen. Ich glaube sogar wirklich genau da. Oh nein, ich fall gleich. Ach, verdammt. Ja, ich bin ja im Wasser. Das ist nicht ganz so schlimm. Ja, das ist das Haar, wo ich meine Heimat aufbauen wollte. Richtig, wir sind da, Freunde. Wir sind endlich da. Komm, wir gucken uns mal die Gegend hier an. Oh, wir wollen schön aus hier. Also interessant. Nicht schön? Interessant. Wir haben Dämmerungstal direkt bei uns in der Nähe. Ne. Wir haben ja ein Schnabeltier. Cool. Den wir das letzte Jahr leider verloren haben. Also wir haben es nicht verloren, sondern es ist von uns gegangen. Ich hätte mich hier nicht hinlegen können. Ja, komm, Dickerchen. Komm mal auf den Meter. Verdammt, der hat das ins Backpack jetzt gepackt, einen Schlafsack, ne? Das ist nicht so gut. Der Vorteil ist, uns kann kein Creeper jetzt killen. Das ist der Vorteil, ganz ehrlich. Das ist relativ entspannt. Ich habe aber Enderperlen, ne? Oh, die fliegt so weit. Oh, doch nicht. Doch. Das ist das Stück, wo ich meine Heimat gründen will. Da müssen wir mal ein bisschen Terraforming betreiben. Bin ich aber eher... Oh, so begeistert bin ich hiervon nicht mehr. Oh, da vorne ist noch ein Tower. Okay. Ich hatte aber auf der Map gesehen, dass hier hinten noch was Interessantes war. Da, das da. Da oben würde ich viel lieber drauf bauen. Da hinten. Was, da fliege ich jetzt auch als Fliege hin. Ist mir egal. Langsam aber stetig. Schlimme ist, du musst halt die Linear-Taste komplett malträtieren, ne? Das ist nervig. Boah. Hier oben will ich eher hin. Ich hoffe, hier ist kein Haus drauf. Das muss dann leider weichen. Bin ich ehrlich? Weil hier... Oh, guck mal, hier ist sogar ein kleines... Haben wir so einen kleinen See. Oh, das sieht doch schön aus hier, oder? Das ist doch schön. Oder weiche Landung. War das die? Ey, die Taste war es auch nicht. Okay, ich weiß die Taste gerade nicht mehr. Ich bin untröstlich. Ich schäme mich etwas. Ah, nur etwas. Ach, schade, das. War das Quark oder Quark Oddities? Wo man. Stand hier gestanden. Wo man die Krösche mit hatte. Ah, hier ist so ein Ding. Okay, ja, gut. Gibt Schlimmeres. Ja, hätten wir auf jeden Fall Space ohne Ende, ne? Dann guckt euch mal die Map an. Bauen können, Freunde. Hier haben wir... Oh, schön hier am Teich. Oh, das finde ich schon cool hier. Hier ist irgendwo ein Point of Interest in 400 Blöcken Entfernung. Das ist auch toll. Diese Richtung. Sehen wir den schon? Ach, hier! Ja, wisst ihr was? Ich baue... Ach, komm. Wir bauen hier vor... Hier bauen wir unser Haus hin. Ganz ehrlich. Oder hier. Das sieht auch schön aus. Da vorne mit dem Baum am See. Hier lassen wir uns nieder. Oder hier können wir uns auch niederlassen. Das sieht doch schön aus. Gucken, wie die Aussicht ist, wenn die Aussicht passt. Wenn die Aussicht... Das war Arsch. Aber
Konnte nicht widerstehen. Ich bin ehrlich. Konnte einfach jetzt nicht. Ach, guck mal, hier haben wir noch so einen schönen Fichtenwald. Direkt vor der Haustür. Das ist doch schön hier, oder? Hier werden wir uns niederlassen, Freunde. Hier haben wir Redwood. Haben wir schöne Aussicht. Er lädt gerade die Chunks nicht. Ist nicht schlimm. Ist jetzt sowieso das Ende. Hier bleiben wir, Freunde. Und damit würde ich für heute verabschieden. Ich glaube, ich kann Rüstung. Ach, die ist nicht sichtbar, ne? Die unsichtbar gemacht. Ja, ich habe die unsichtbar gemacht. Damit, Freunde, ich für heute raus. So, hier, winken. Tschüss. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Und wie gesagt, es tut mir sehr leid, in den ganzen Lags am Anfang. Ich gucke dann nochmal, dass ich das morgen irgendwie in den Griff gekriegt habe. Kann aber nichts versprechen. Bin ich ehrlich. Serversicherung startet. Gut, dass wir jetzt aufhören. Auf jeden Fall. Bleibt sauber, bleibt gesund. Und wir sehen uns in der nächsten Aufnahmesession. Wir werden nicht anfangen. Nach 20 Millionen Stunden uns niederzulassen. Oh, da vorne könnten wir auch. Wir gucken morgen. Wir gucken in der nächsten Aufnahmesession, wo wir uns niederlassen. Wir haben jetzt einen schönen Spot gefunden. Bin ich sehr froh drüber. Dann bleibt sauber, bleibt gesund. Haut rein. Bitte.